Herzlich willkommen zu Splitscreen TV. Heute gibt es mal wieder ein Unboxing. Ich habe mir so einen Quadrocopter von einem chinesischen Händler bestellt. Den kann ich auch nochmal verlinken. Das ist das M62 Aircraft mit Kamera. Ist relativ günstig, ungefähr 35 Euro. Hier sieht man auch nochmal, M62R ist das Modell, was auch immer das genau heißen soll. Hier stehen noch ein paar Sachen über die Batterien. Ist ab 14 Jahre. Hier nochmal die andere Seite. Und ja, hier steht nichts. Ja, ich bin jetzt selber mal gespannt, was da so alles drin ist. Besonders viel stand auf dieser Seite nicht drauf. Und es ist jetzt auch eine Weile her, also ich glaube, ein paar Wochen hat es jetzt schon gedauert, bis das geliefert war. Dann mache ich mal auf, gucken, was hier überhaupt. Anleitung. Also es gibt, was so dabei ist, sind diese Blades, anscheinend mehr nicht. Memory Card anscheinend auch dabei, ein Schraubenzieher, Card Reader, was auch immer. Und dann USB Charging Wire. Okay. Dann, was ist hier der Unterschied? Ich glaube, das ist nochmal die Fluganleitung. Ah, okay, das sind Ersatzteile. Das ist schon mal ganz cool. Also Schraubendreher, sogar eine Speicherkarte. 512 MB. Ist natürlich nicht so prickelnd. Ersatzrotoren, diese Schutzteile für den Flug im Haus zum Beispiel, dass man nicht so viel zerstört. Und das Ladekabel. Ich hole es jetzt nicht ganz raus, das ist hier ganz verwurstelt. So, dann mache ich hier noch das auf. Okay, das ist hier verschraubt. Okay, die Batterien fehlen hier. Die muss man dann sich selbst besorgen. Das sind aber ganz normale AA-Batterien. Sieht aus wie so ein Xbox 360 Controller. So, das ist der Quadrocopter an sich. Hier kommt wahrscheinlich die MicroSD-Karte rein. Hier ist die Kamera. Okay, und hier ist der Akku. Hier kann man ihn auch aufladen. Ich hole ihn jetzt lieber nicht raus, ich weiß gar nicht, ob das geht. Also das war alles. Dann werde ich in den nächsten Tagen das Teil mal ausprobieren und dann wahrscheinlich auch nochmal ein Testvideo hochladen. Also auch hier
Bin ich gespannt auf die Bildqualität von der Kamera hier auf der Seite. Hat, glaube ich, nur 0,3 Megapixel, also ist jetzt nicht so viel zu erwarten. Ja, und auch wie lang dieses Teil hält. Also ich bin nicht so der erfahrene Flieger hier. Sieht jetzt nicht so super stabil aus. Aber mal gucken. Mal gucken, wie lang es durchhält. Ersatzteile sind ja auch dabei ein paar, also von daher schon mal nicht verkehrt. Gut, danke fürs Zusehen. Bis dann zum nächsten Video. Das könnt ihr dann auf unserem Kanal sehen in den nächsten Tagen. Am besten ihr abonniert uns dafür. Dann werdet ihr informiert darüber. Dankeschön. Ciao.